Nah dran war der Schweriner SC am nächsten Heimsieg. Gegen den Dauerrivalen um die Deutsche Meisterschaft, Dresdner SC, zeigte sich das Team von Trainer Felix Koslowski am Aschermittwoch mindestens auf Augenhöhe. Die Sätze 1 und 3 gingen denkbar knapp an die Gäste aus Sachsen. 27:25 und 25:23 lauteten die Stände zugunsten des Vizemeisters. Über die gesamte Spielzeit zeigte der SSC eine überragende Blockarbeit, variables Angriffsspiel und jede Menge Leidenschaft. Folgerichtig gingen der zweite und der vierte Durchgang an die Heimmannschaft. 1700 Zuschauer in der Volleyball-Arena sahen auch im abschließenden Tiebreak zwei Mannschaften, die schon einmal einen Vorgeschmack auf die heißen Duelle der bald beginnenden Playoff-Spiele zeigten. Zwei Matchbälle hatte der SSC, konnte sie nicht nutzen. Das Dresdner Team von Trainer Alexander Weibel entschied das Spiel mit dem dritten Matchball für sich. Trotz der Niederlage, mit dieser Leistung kann der Schweriner SC zuversichtlich in die entscheidende Phase der Meisterschaft gehen. Letztes Heimspiel der regulären Saison ist am 12. März um 19:30 Uhr gegen den USC Münster.